Ho, 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 fröhliche Weihnachten! Weil, wenn ihr dieses Video seht, ist schon der 24. Heilige Abend. Oder auch später. Heute, am 23. mache ich noch was Leckeres für meinen Schatz und mich. Die hat wieder Spätschicht. Auf die Idee, weil man ja immer danach gefragt wird, auf die Idee zum Holzfällertopf, den machen wir heute, bin ich gekommen im letzten Video, nach dem letzten Video, wo wir die Garnelen in der Grillkota gemacht haben. Ja. Und wie bin ich darauf gekommen? Na, ganz einfach. Leute, ich habe doch gesagt, ich werde mal eine Dose aufmachen. Das habe ich auch getan. Und das war ein Holzfällertopf. Und der hat mir überraschend gut geschmeckt. Aber wenn ich so eine Dose meinem Schatz anbieten würde, ja, da würde ich die 12 Apostel für eine Räuberbande halten und heute Ostern feiern. Ja, also mache ich das Ganze frisch. Zumindest fast frisch, weil eine Zutat habe ich heute nicht mehr bekommen. Katastrophe beim Einkaufen gewesen. Könnt ihr euch ja vorstellen. Wahrscheinlich wart ihr selber auch beim Einkaufen. Naja, gehen wir rüber. Schauen wir an, was wir alles an Zutaten für den Holzfäller-Topf oder Topf haben. Habe ich eigentlich gesagt, dass das heute mal wieder ein Indoor-Video ist? Ich habe einen 4,5er Topf nämlich auch schon auf dem Herd stehen. Da hätten wir schon alles. 400 Gramm Schinkengulasch, so ein Packerl Bacon an Fleisch, dann ein paar Kartoffeln, ein paar Möhrchen. Ja, und ich wollte wirklich frische Champignons heute nehmen. Wieder mal. Aber ich habe absolut verdammt nochmal keine gekriegt. Und wie ich schon gesagt hatte, der Weihnachtseinkaufsstress, ich habe keine Nerven mehr gehabt, woanders hinzugehen. Darum habe ich einfach eine Dose mitgenommen. Muss jetzt auch ausreichen. Dann haben wir Wasser, Salz, Pfeffer, Paprika und eventuell, höchstwahrscheinlich, denke ich ja mal, werde ich ziemlich zum Schluss noch hier so eine Tellofix-Soße zum Braten mit dazugeben. Warum nicht? Meine Mama hat das auch schon immer verwendet, das Tellofix. Und mir hat ihr Essen immer geschmeckt. Also nehme ich es. Sämtliche doofen Kommentare dürfen sich gespart werden. Und da ich weiß, dass trotzdem doofe Kommentare kommen, ihr könnt sie euch dahin stecken, wo die Sonne nicht hinscheint. Im Normalfalle zumindest. Aber jetzt nochmal darüber. Entschuldigung, Leute, das musste ich jetzt einfach loswerden. Gut, die tun wir im Ganzen rein. Möhrchen und Kartoffeln werde ich jetzt schälen und klein schneiden. Und ja, wenn ich das alles soweit habe, sehen wir uns dann schon am Topf, am Herd, wenn das Fleisch angebraten wird. Natürlich brauchen wir noch ein Öl dazu zum Anbraten, aber das habe ich mir jetzt gespart, hier hinzustellen. Gut, bis gleich. Leute, jetzt habt ihr es mal wieder gesehen. Der große Schnippelmeister bin ich nach all den Jahren Grilljunkie immer noch nicht geworden. Mir egal, mir macht Spaß und ich mache weiter so. Und daran ändern auch nichts die paar Penner, die am Anfang immer ohne das Video zu schauen gleich die Daumen nach unten geben. Drum, Leute, ich sag's jetzt schon, Daumen nach oben! Jetzt aber am Topf und das Fleisch am Brutzeln. So, Freunde, gesagt hatte ich es ja. Ich nehme den FT4.5 von Petromax. Und ja, das Schöne ist ja, der hat keine Füße dran. Deswegen ist der für mich hier auch
Küchen geeignet. Jetzt jubeln wir das Teil erst einmal ganz nach oben, lassen heiß werden und dann können wir auch schon das Brutzeln anfangen. Der andere Vorteil hier am Herd, kaum habe ich das Ding eingeschalten, dann ist es eigentlich auch schon wieder so schön heiß, dass man schon fast das Fleisch reinhauen kann. Ja gut, ganz so schnell geht es dann doch nicht, aber ziemlich. Ja. Ja, das kommt schon, seht ihr das? Leute, dann können wir auch schon Kartoffeln und Karotten hinzugeben. Und natürlich auch gleich im Anschluss das Wasser. Aber ich schalte noch mal ein bisschen runter. Drin bleiben. Jetzt tun wir erstmal das Ding hier oben wieder ausmachen. Nachgefühl, ein bisschen Paprika hinzu. Frei nach Gefühl, ein bisschen Pfeffer. Nein, jetzt habe ich es wieder verpfeffert. Und genauso frei nach Gefühl etwas Salz. Champignons auch gleich mit rein und tja, ich hätte doch zwei Dosen nehmen sollen. Ich liebe nämlich Champignons, aber ich schaue mal draußen, ob ich noch ein paar da habe. Sind zwar geschnittene Champignons, aber das ist mir jetzt wurscht. Ich möchte einen Haufen Champignons drin haben. So, die große Hitze von unten ist weg. Da ist Wasser. Ja, kein Wunder, dass die große Hitze weg ist. Ich habe den Ofen ausgeschalten. Füllen wir das Ganze auf. Schalten den Herd wieder ein. So, dass es nachher halt dann schön vor sich hin brodeln kann. Welche Stufe ihr da nehmt, das müsst ihr selber wissen. So, und dann hoffe ich, dass ich heute nicht zu viel zum Essen mache, dass wir das heute auch ja, halbwegs wegbekommen. Ein bisschen soßiger muss es auf alle Fälle noch werden. Deckel drauf und dann vergessen wir das jetzt ganz einfach mal so die nächste Stunde. Und was tun wir in der Stunde? Kaffee trinken, ja, und bisschen am PC sitzen und natürlich auf das Essen aufpassen. Leute, ich hole euch dann wieder dazu oder schalte die Cam ein, wenn ich den Topf dann mal aufmache, so zum Nachgucken und Umrühren. Bis nachher gleich. Aber wisst ihr, was noch so richtig geil ist an diesem Holzfällertopf? Ich habe fast kein Geschirr.
Sprich, ich räume jetzt auf, brauche keine 5 Minuten dazu und juhu! Ich bin immer noch am Aufräumen, weil Spülmaschine muss auch noch ausgeräumt werden. Und mir ist noch was eingefallen. Videos sollen ja Spaß machen. Sollen euch Spaß machen zum Zugucken und sollen mir Spaß machen. Und was soll ich sagen? Mir macht's heute besonders viel Spaß. Ich glaube, das habt ihr schon gemerkt. Keine Ahnung wieso, weshalb, warum. Mir macht's heute einfach richtig Spaß. Ja, und Entschuldigung, da gibt's halt zwischendurch einmal reingequassel. Nö. Da brodelt noch nichts. Braucht man noch nicht reingucken. Ja. Ich mach so viel, so viel, so weit. Ich mache jetzt hier einfach mal weiter. Wenn mir wieder was einfällt, quassel ich wieder rein. Egal was er heute sagt. Heute ist Weihnachten. Also für euch. Für mich morgen. Oder so ähnlich. Ihr wisst, was ich meine. Tada! Und nochmal ist mir was eingefallen. Sollte das Essen meinen Schatz auch schmecken, sollte sie vielleicht Verbesserungsvorschläge haben oder ihr Verbesserungsvorschläge haben zu diesem Topf, dann können wir über einen Jägertopf, hätte ich jetzt fast gesagt, Holzfällertopf 2.0 reden, dann aber definitiv mit frischen Pilzen. Okay. Ich gehe jetzt eine rauchen. So, circa 20, 25 Minuten steht es jetzt schon hier drauf. Und hui, boah, hui, buh. Rühren wir mal ein bisschen um. Sieht gut aus. Machen wir wieder zu. Lass mal es weiter köcheln. Vielleicht ein bisschen zurückschalten. Ja, ganz genau. Ja, Leute, es ist an der Zeit. Ja, den Sapper kann man nachher da hinten wegputzen. So, dann nehmen wir jetzt unseren Wellness-Gourmet-Soße zum Braten. Ganz genau. Ja, und da haue ich ein bisschen was rein. Wird es umrühren. Hau nicht so viel rein, Michi, weil die ist ja so konzentriert. Gut. Leute, ihr habt es gehört, Schatzi ist schon da. Gott sei Dank in dem Falle wahrscheinlich wieder. Und dann werde ich auf alle Fälle zwischenprobieren. Also dieses Mal ein sehr einfaches Gericht. Ich hoffe, dass es genauso schmackhaft ist. Nein, es muss richtig schmackhaft sein, dafür, dass es sehr einfach ist. So rum. So, dann koste ich mal das Süßchen. Ein bisschen was kann noch. Dann nochmal aufköcheln lassen. Und dann soll es gut sein. Und wir können essen. Doch auf ein neues, diesmal mit Möhrchen und Bacon und Kartoffel. Und ja, nicht die Gosch verbrennen. Irgendwas fehlt noch. Schatzi, kommst du bitte zum Kosten und sagst mir, was da noch fehlt? Bitte schön. Das ist der abgeschlutzte, den will ich nicht. Dann nimm da selber einen. Was fehlt noch? Salz. Ein bisschen Pfeffer. Ist ja nichts, was wir nicht schon da hätten, gell? Stopp.
Weißt du, sie ist wieder so pfefferscharf. Hast du da Gulasch genommen? Ja. Schwein oder auch nur Rind? Nur Schweinderl. Wer kommt heute noch zum Essen? Keiner. Du warst beim Arbeiten, du hast Hunger. Dann gehe ich mal davon aus. Fehlt noch was? Nein. Gut. Ich hätte vielleicht jetzt noch einen Schluck Sahne nehmen. Schluck Sahne können wir gerne machen, wenn wir eine haben. Wunderbar. Das i-Tüpfelchen. Ein Stückchen Sahne. Mhm. Und jetzt einmal nicht zu heiß, dann ist gut. Geil. Leute, wir können Schmackofatzen. So, Rodele. Sieht es gut aus oder sieht es gut aus? Moment. Ja, Leute, das wäre nun meine Variante vom Holzfällertopf. Und wie gesagt, wenn er uns jetzt richtig gut mundet, Verbesserungsvorschläge kommen, egal ob von meinem Schatz oder von euch, dann werden wir da noch eine Variante 2.0 machen, die wir natürlich dann mit frischen Pilzen machen. Heiß. Wie immer. Das kann ja kein Mensch jetzt essen, wenn so das so heiß ist. Ja. Geschmacklich hervorragend. Leute, wir sehen uns nachher nochmal zum Fazit. Ganz genau. Und das machen wir jetzt so, weil ich esse jetzt erst, mein Schatz isst, und dann können wir nochmal quaken. Papü! Leute, ich bin gerade total unlustig aufzustehen. Ich habe den dritten Teller in mich reingeschoppert. Unglaublich, dass ich doch mal wieder so viel esse. Und ich muss sagen, es schmeckt wirklich lecker. Aber, ein Aber, nächstes Mal, es wird ein 2.0 geben. Definitiv mit frischen Champignons. Das war aber jetzt auch so, ja, das Einzige, was mich darin gestört hat. Dann sind mir noch ein, zwei kleine Ideen gekommen, Verbesserungsideen, aber das kommt dann im Holzfällertopf 2.0. Schatzi, hast du noch ein paar Verbesserungsideen? Ja, frische Schwammerl. Ja, das habe ich, glaube ich, gerade schon gesagt. Frische Schwammerl und vielleicht das nächste Mal den Schweinehals und nicht so einen Schlegel, weil das ist... Okay. Bisschen fast zu trocken so? Ja, fast zu trocken. Okay. Dann, vielleicht habt ihr ja noch Verbesserungsvorschläge für den 2.0-Topf. Und ja, bis dahin wünsche ich euch noch ein frohes Fest. Feiert schön und habt Spaß. Lasst euch beschenken, beschenkt eure Lieben recht schön und schenkt mir ein Däumchen nach oben. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns. Tschaikowski. Und dieses Jahr gibt es noch ein paar Videos.